Tech Day 2021. Ich kann sicherlich die Ärmel hochkrempeln, wenn das hilft. Bei mir gibt es jetzt auch so dolle irgendwie nichts zu holen. Wir reden über Gefahren. Ich bin Techniker. Wir können euch das Rüstzeug, die Bausteine geben. Das braucht letztendlich auch euch. Oh, sorry. Damit hallo und herzlich willkommen zum Tech Day 2021. Da kam ja so eine komische Pandemie und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ganze Zauber ist ja im nächsten Jahr vorbei. Ja, denkst. Weil wir werden euch sicher keine Werbung über Wäscheklammern schicken. Ich weiß, das war jetzt so nicht abgesprochen. Und auf einmal bekommen wir einen Anruf von Anonymous. Wenn ich auf das Wissen eines jahrelangen Experten in der Branche zurückgreifen kann. Und haben nach kurzer Überlegung gedacht, nee. Wir machen eine komplette Live-Demo. Proaktive Komponenten haben jetzt diese Malware schon soweit erkannt. Das heißt, unser Webschutz ist nur die erste Verteidigungslinie von vielen. Gerade in solch einem Vorfall ist es natürlich wichtig, kompetente Helfer an seiner Seite zu wissen. Der ist nämlich gerade schon wieder auf dem Weg zum nächsten Incident. Patch, Patch, Patch. Die Lösegeldforderung auch meistens höher, als wenn das so eine kleine Krauterbude ist, wo man nicht viel holen kann. Wir wollen Daten abziehen. Was hat jetzt der eine Politiker vor? Die Stunde Null heißt, das ist der Moment, wo der Kunde merkt, oh weia. Wie sicher ist überhaupt mein Netzwerk? Hier nochmal der kleine Ausblick aufs kommende Jahr. Viele von euch kennen ihn natürlich als absoluten Chefkoch. Und eine Auswahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ins Café gekommen. Ihr wart, glaube ich, auch dabei. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. War aber harte Arbeit. Da gibt es auf jeden Fall flüssiges Prost. Prost, Prost. Du darfst auch deinen eigenen Gin bei uns probieren. Wir sind am Ende unseres Tech Days 2021. Vielen Dank euch beiden. Es gibt sogar Applaus.